Hallo ihr Lieben, heute geht es darum, Nüsse zu öffnen ohne Nussknacker. Gerade jetzt, wo es wieder schön weihnachtlich wird, können wir Walnüsse und Haselnüsse für viele Rezepte verwenden. Ich verlinke dir unten in der Infobox einige leckere Rezeptvorschläge. Vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst du auch die neuen Weihnachtsvideos nicht. Da werden dieses Jahr wieder einige leckere Rezepte dabei sein. Deswegen kommen wir jetzt zu dem lebensrettenden Lifehack, wie du eine Walnuss ganz einfach öffnen kannst, auch ohne Nussknacker. Ich habe den super Tipp von meinem Papa und ich lasse es mir auch direkt von ihm zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wir brauchen ein Messer, das vorne etwas spitz ist. Schau dir die Walnuss genau an. Du wirst sehen, sie hat an einem Ende eine etwas dunklere, ganz, ganz kleine Öffnung. Genau hier rein kommt die Spitze von dem Messer. Dann drehst du das Messer links und rechts, so weit wie es geht, in sanften Bewegungen. Und die Nuss öffnet sich innerhalb von kürzester Zeit. Ich habe es jetzt selber auch mehrmals ausprobiert. Das ist kein Kraftakt, das Ganze funktioniert wirklich super, wenn man die richtige Seite der Walnuss verwendet. Und man hat den Vorteil, dass man die Walnusshälften auch meistens ganz ohne Schaden herausholen kann. Wenn man auch keinen geeigneten Öffner für Haselnüsse hat, kann man natürlich ganz klassisch ein Holzbrettchen und einen Hammer verwenden. Hier ist es sinnvoll, ein Handtuch unter das Brett zu legen. Das dämpft die Schläge etwas ab und es macht auch nicht mehr so viel Krach. Ganz bestimmt ist das aber nicht die praktische Methode und da hatte ich diesmal den richtigen Tipp für meinen Papa. Und zwar verwende ich dafür ganz einfach eine Knoblauchpresse. Dasselbe Prinzip wie ein Nussknacker funktioniert. Nur haben wir hier die ideale Größe für eine Haselnuss. Sobald du ein, zwei Nüsse damit geöffnet hast, hast du auch das ideale Gefühl dafür und kannst die Nüsse im Ganzen herausholen. Super schnell und einfach. Wenn du dieses Jahr auf deinem Adventsteller Nüsse in der Schale hast, hast du nun keine Ausrede mehr, sie nicht zu knacken. Vielleicht aber kaufst du auch lieber Walnüsse und Haselnüsse direkt in der Schale. So sind sie einfach länger haltbar und bleiben länger frisch. Dann ist es sowieso Gold wert, die richtigen Tipps und Tricks zu kennen, wie man diese Teile aufbekommt. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen. Über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich sehr. Bleib munter und gesund und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bis dann!